Hallo, liebe Freunde an den Endgeräten. Kaum zu glauben, oder? Kaum zu glauben. Wir sind wieder da aus dem Studio, aus unserem neuen Studio, immer noch in der Kölner Südstadt. Ich kann es kaum glauben. Erste Mal wieder mit einem Live-Jam-in-the-Basement-Beitrag und mit ganz besonderen Gästen. Also es ist ja nicht nur ein neues Jam-in-the-Basement, es ist auch live. Das ist auch nochmal neu, das neue Studio. Eine Band, die wir auch noch nicht hatten. Oder wir hatten sie schon in Teilen, aber... Ich hatte sie noch nicht. Du hast sie noch nicht. Aber wir kennen sie gut. Und zu Gast ist heute... Voyager 4. Ich glaube, das müssen wir dann nachher noch hören. Sagt man Voyager 4 oder Voyager 4? Voyager 4. Ich glaube, das müssen wir dann nachher noch erklärt bekommen. Voyager 4, das sind Markus Schinkel, Johannes Kuchter, Fritz Roppel und Wim de Vries am Schlagzeug, eine Hammerband hier bei uns, heute live im Jam in the Basement. Viel Spaß.
all there is, the laughter and the pain, all there is, passing, all there is, dreams all down the drain. I turn around my head, see nothing stays the same. Just come around and make me feel the waters, pour the waters, bring the waters. My river makes me feel strong again. This river, my river, feel like a child again. I've been away a thousand times or more, always to return back to your door. 'Cause you can make me feel like, make me feel like. Of me in there, all of me continue in the flow. Life is ending me, not knowing where to go. The trees are bending to the wind, the earth, the sky above us, sky above us. My river makes me feel strong again. This river, my river, feel like a child again. I see my future here, I see the past. The river, my river, both start and end to me. This river, my river, feels like a friend to me. This river, my river, all that it takes to be. This river, the river, flow to the sea with me. I'm calling out, what if he knows my name? I'm sinking and I'm coming up again. 'Cause you can make me feel like, make me feel like home. Make me feel like home. Super cool. Eine gelungene Premiere, würde ich sagen. Kommt rüber. Nehmt Platz. Lasst uns ein bisschen reden. Kommt zu dir. Wir müssen reden, Markus. Wie seid ihr denn jetzt schon wieder auf diese Idee gekommen? Ich glaube, sie ist nicht ganz neu, aber erklär mal das Projekt Voyager 4. Es fing alles an 2017, glaube ich, wo kurz nach dem tragischen Tod von Keith Emerson, dass ich irgendwas mit Keyboards von heutzutage machen wollte und Retro-Perspektive, was gab es an Keyboardern, was kann man dazu heute noch an Beitrag leisten. Und ich dachte, mein Trio, das Marco-Schinkel-Trio zu erweitern mit einem Sänger, wäre eigentlich ganz toll für ein paar Stücke. Und das hat sich dann nach und nach so erweitert, dass Johannes zum Glück gesagt hat, wir können es hier nicht beim Tribute belassen, sondern lass uns eine eigene Songs machen und eigenen Weg gehen. Und das hat sich dann tatsächlich so verselbstständigt, dass wir die Band gegründet haben
und ein komplettes Programm aus Bilder einer Ausstellung gemacht haben und uns eigentlich immer mehr von Keith Emerson entfernt haben. Also ich habe in dem Programm versucht, ganz viele Einflüsse von mir reinzubringen, wie deswegen heute das Klavinett von George Duke. Jan Hammer wird auch dabei sein, John Lord. Also all diese ganzen 70er Jahre charakteristisch starken Keyboarder wollte ich so ein bisschen mit reinbringen, weil es fehlt so ein bisschen. Also Keyboarder heutzutage bedienen tausende von Sounds, haben aber keine, also wirklich eigene Stimme gibt es ganz, ganz wenige. Ja, höchstens im Jazz vielleicht noch hier und da, genau. Ne? Aber die Signature Sounds fehlen. Johannes, hat dich Markus damals angesprochen oder wer ist auf die Idee gekommen? Markus ist zunächst mal mein Klavierlehrer und ich habe ihm auch immer mal Stücke vorgespielt und dann sagt er, oh, wer macht denn die Stücke? Und dann habe ich gesagt, ich. Und dann sind wir so mit der Zeit da zusammengekommen, einmal in diesem Sache und eben mit diesem Tribute-Ding auch. Wir sind beide eigentlich geprägt von diesen Bildern einer Ausstellung. Ich habe das im Musikunterricht gehabt, ich glaube 7., 8. Klasse. Diese verschiedenen Versionen von Mussorgsky, da gibt es ja eine Orchesterversion von Ravel, da gibt es eine Synthesizer-Version von Tomita. Ich kannte eigentlich diese Emerson Lake & Palmer-Version gar nicht so gut, musste mich da jetzt erst reinfinden und die hatten auch eigentlich nur 4 von diesen Dingern vertont. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 oder 12, also das kurz zur Geschichte jetzt von diesem Bilder einer Ausstellung. Das ist ja... Die haben in so einer Art Kommune gelebt und ein Maler war dabei, Viktor Hartmann, der ist gestorben, ziemlich früh mit etwas über 30. Und die haben dann so eine retrospektive Ausstellung gemacht, wo eben diese Bilder waren. Und dieser Modest Mussorgsky hat halt immer so eine Promenade gespielt und dann jeweils zu dem Bild was gemacht. Und wie gesagt, wir haben dann angefangen, erstmal zu gucken, was da ist, welche Interpretationen gibt es. Und haben uns davon dann, haben was ganz Neues gemacht dann. Das ist jetzt auch mittlerweile fertig dann. Was ganz Neues und nicht das Leichteste, was ihr euch immer raussucht. Markus, du, für mich bist du so ein großer, wie sagt man, auf Deutsch würde man sagen, Verbinder, ohne an Sanitäter zu denken. Du bringst immer Dinge zusammen. Du hast Crossover Beethoven gemacht, Beethoven meets Rock Jazz. Ja. Du hast von Bach bis Björk gemacht, jetzt... Machst du Mussorgsky trifft Emerson Lake & Palmer, trifft Markus Schinkel und wer, wie Johannes gerade sagt, noch so dazwischen war mit Versionen von Bilder einer Ausstellung. Ja. Ist das was, was dich besonders reizt, Dinge zusammenzubringen? Genau, zusammenzubringen und auch Grenzerfahrungen zu machen. Hier ist es halt zwischen Jazz und Rock. Ich habe jetzt ein anderes Projekt, das im Beethovenfest am 9.9. stattfinden wird, auch mit dem Trio. Das ist das Credo aus der Missa Solemnis. Da habe ich dann die kirchliche Messe von Beethoven genommen und damit Orchester, Chor, super spannende Sache. Das dann verbunden mit Jazz. Also mich interessieren da diese Grenzbereiche und ich bin tatsächlich jetzt im Moment auch mit ein paar Orchestern aktiv und super spannende Sachen mit dem WDR Funkhausorchester als Gast ab und zu eingeladen. Und das ist total toll. Also ein bisschen in die Klassik reinzuschnuppern. Aus dem Jazz komme ich eh und Rockmusik habe ich auch in Hagen gemacht, seit ich 14 bin. So aufgewachsen, so mit Grobschnitt und extra breit. Und Krautrock. Ja, und das ist in Hagen eine große Sache. Mhm. Also gerade Grobschnitt und extra breit. Und all diese Einflüsse spiegeln, glaube ich, mich und meine Musik wieder. Ich habe sehr lange gesucht, meinen Weg zu finden, weil es gibt viele Kollegen, die mit 20 gesagt haben, ich mache jetzt nur noch Hard Bop oder Modern Jazz oder Boogie. Mhm. Oder Rock und ich habe mich eigentlich nie so festlegen können und wollen. Und es ist total spannend, dass es jetzt immer mehr zusammenwächst. Ja, und das ist ja auch ein bisschen unser Thema bei Jazzrock TV. Wer uns ein bisschen verfolgt weiß, wir haben auch in die Kiste mal gegriffen, in die Kiste mal war es mehr rockig, mal war es World Music, mal war es Pure Jazz. Ja. Was auch immer der Unterschied ist. Ich frage mich ja immer, muss ich mir jetzt gar nicht beantworten, weil das ist, glaube ich, eine philosophische Frage. Wo ist eigentlich, was macht Klassik zur Klassik und was macht Jazz zu Jazz? Das sind natürlich Rhythmen und so weiter, aber wir bedienen uns alle demselben harmonischen System. Wir freuen uns jedenfalls tierisch, dass ihr heute Abend hier unsere Premierengäste seid bei Jam in the Basement, erste Mal live. Und vielleicht stellt ihr noch mal ganz kurz oder du die Mitmusiker vor. Vielleicht kann die Handkamera dann mal rumgehen und dann freuen wir uns auf ein zweites kleines Set. Genau. Ja, also mit dem Marco Schinkel Trio, was quasi hier so das Basement ist,
ich ja schon sehr lange, bin ich also schon sehr lange aktiv. Mit dem Schlagzeuger habe ich angefangen, in Arnheim Jazz zu studieren. Und man sieht es ihm kaum an, aber er ist noch tatsächlich jung geblieben. Das ist Schlagzeug aus Arnheim, Wim de Vries. Jetzt könnt ihr an den Empfängen des Geräten Beifall klatschen. Ne? Ja, ich höre den, ich höre den, ich höre den. Genau. Jetzt. Und am Bass direkt hier aus der Ecke, direkt aus Klettenberg, Köln, an allen Bässen ist der Fritz Roppel. Sehr schön. Und soeben haben wir zwei Stücke gehört. Das war erstens der Gnomus, der richtig böse Zwerg. Und das zweite Stück ist eine Premiere auch aus unserem neuen Programm. Kann vielleicht Johannes noch was zu sagen, weil wir wollen jetzt dieses eine laufende Programm Bilder einer Ausstellung ist quasi fertig und wir suchen gerade so neue Felder. Und war es jetzt wirklich eine Uraufführung? Also da an den beiden Stücken kann man auch so ein bisschen unsere Tendenzen immer sehen. Meine Tendenz ist immer so ein bisschen Singer-Songwriter, ein Stück zu machen, wo man sich auch dran festhalten kann. Das war eher so die zweite Richtung. Markus ist dann ja Jazz, studierter Jazzmusiker, 1000 Harmonien und Rhythmen. Das kann man an sich bei den ersten Stücken schon dann ganz gut im Extrem sozusagen verfolgen. Das zweite Stück war eben eine Premiere. Das haben wir noch nie zusammengespielt. Wir haben dieses Bilder einer Ausstellung jetzt fertig und touren auch ein bisschen damit. Das Folgeprojekt ist halt über den Rhein und über Rheinromantik und mit Wagner-Themen. Also das hatte ein Leitmotiv von Richard Wagner drin und war ein Liebeslied über den Rhein, also The River. Ja. Da sieht man eigentlich immer schön, wie das so, meine Tendenz ist halt immer so wiedererkennbare Melodien, Sachen, Hooks, wie du sagst, Markus ist dann oft, manchmal muss man ihn bremsen, dass er nicht 10 verschiedene Rhythmen und zu viel Harmonien macht, wo ich denke, Moment, jetzt wo halte ich mich hier fest oder so. Ne? Ja, ja. Das ergänzt sich super. Krumme Takte und was er alles so mag. Prog-Rock halt, genau. Bei Wagner fällt mir nur ein, wie lange dauert eine 4-stündige Wagner-Oper? 8 Stunden. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr zurück an die Geräte geht und uns noch was spielt. Ja. Wir können ja noch die ansagen. Das fände ich toll. Nächste wird die Promenade bei Mussorgsky, ist ja immer so diese Zwischenwandeln zwischen den Bildern. Und da haben wir eine Promenade gemacht, die dann Johannes vertont hat mit Text. Und das zweite ist dann auch ein Neuzugang, eine andere Promenade. Das heißt, wir haben 2 Promenadenmotive dabei. Und auch das zweite ist neu, das haben wir eben heute Nachmittag zum ersten Mal geprobt und sind schon sehr gespannt, was daraus wird. Wir freuen uns sehr. Die Zeit nutze ich einfach, um mal hier der Crew zu danken, die uns heute Abend hier begleitet und unterstützt. Das sind die Kollegen von Mux TV, das ist Martin Ernst, das ist Jan und Elias, die Kameras bedienen. Dann haben wir noch 2 nette Gäste, Stefan und Gerhard. Gerhard macht heute Abend Fotos. Herzlich willkommen. Und der Georg hier drüben macht auch irgendwas am Rechner. Ich weiß nicht genau was, aber er sieht wichtig aus. Okay, und jetzt geht's weiter mit Voyager 4. The way to get by.
to the land of our fathers, to the creek and the rye, from few face to the eyesight, we all have reasons to fly.
painting in red, a painting in blue. You're drinking your life away, drink until you die. Drink up until your colors dry out. Drink up until your colors dry out. Picture of you, a picture of me, a picture's the very little thing we got. Looking back at me, a picture of you, a picture of me, a picture the very little thing we got. Hold him back to me. Hold on to you. A painting in yellow. You're drinking your life away. A drink until you die. Drink up, drink. Until your colors dry out. Drink up, drink out. Until your colors dry out. Me, a picture of me, a picture the very little thing we got. Looking back to me, a picture of you, a picture of me. Every little thing we got, looking back to me.
Ja, sensationell. Vielen Dank an Voyager 4, Markus Schinkel, Johannes Kruchter, Fritz Roppel und Wim the Freeze am Schlagzeug. Vielen Dank euch, dass ihr das gemacht habt. War eine würdige, mehr als würdige Premiere für uns. Vielen Dank auch nochmal an das Team von MuxTV, an unsere Gäste und ganz besonders auch nochmal vielen Dank an Pierre, unser Vermieter, der hier uns mehr als tatkräftig unterstützt und heute Abend auch hier dabei ist. Vielen Dank dafür. Und Schätzelein, jetzt komm mal rüber und sag hier brav auf Wiedersehen. Na? Georg ist, glaube ich, auch fertig mit seinem super wichtigen Job. Ich habe geschlafen, ich habe jetzt ein kleines Nickerchen gemacht. Boah, wie fandst du es denn? Ich habe den Ton gemacht und ich hoffe, dass es so grandios auch draußen an den Endgeräten geklungen hat, wie hier in unserem Saal und im Stream. Ich fand es mega. Ja. Ich fand es mega. Wir haben so lange gewartet, endlich hier loszulegen und dann mit so einer Truppe hier und so einer Stimmung, ich bin total begeistert. Ja, wir haben leider mit Voyager 4 die Messlatte für die folgenden Projekte sehr hoch gehängt und hoffe, dass wir da weiterhin euch gute Sachen anbieten können und dass ihr wieder dabei seid. Das Ganze natürlich immer noch zu sehen auf MuxTV, auf unserer Seite, auf überall, wer nicht YouTube, live dabei sein konnte, aber wer das jetzt hört, der ist sowieso live dabei gewesen. Das war ganz schön blöd von mir. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, nicht in allzu weiter Zukunft. Dann sehen wir uns wieder bei Jam in the Basement. Vielen Dank nochmal an Voyager 4. Kreisblende, Fine, Abspann.